viertes Rennen. Lord of Troikas aus der zweiten Reihe. Jetzt haben wir bei den letzten Interviews oft über den gesprochen. Ist vielleicht kein Nachteil, oder? Hinterm guten Beginner Quito de Bois. Wie siehst du das? Nein, das ist kein Nachteil für ihn. Er fängt ja aus der zweiten Reihe sehr gut an. Man kann da richtig an den Rücken hinfahren und losfahren am Start. Und dann muss man schauen, da sind dann natürlich die Hände gebunden aus der zweiten Reihe. Da kann man nicht wählen, wo man hinfährt. Da muss man sich verlassen auf die vorderen Pferde. Und ja, er wird sein verdecktes Rennen bekommen. Aber wie das Rennen abläuft, ist sehr schwer zum Voraussagen. Aber er sieht andere Gegner wie bis jetzt. Ja, schon, aber er ist schon stark und er war auch in der Arbeit jetzt immer besser und sieht besser aus jetzt. Und ich rechne mir schon eine gute Chance aus. Gewinnen wird schwer, aber er kann da schon mithalten mit den Pferden. Viertes Rennen, für mich die am schwerst lösbare Aufgabe des Tages. Du hast Wachs Malgard aus deiner Trainieranstalt am Ablauf und fährst noch Put on a Show. Beide eigentlich gute Pferde, aber in der Klasse treffen sie es ziemlich hart, oder? Ja, ist kein leichtes Rennen, ist eine schwierige Aufgabe. Wir haben noch zweite Reihe, aber wenn die Marisa ihn gut vom Start wegbringt und ein bisschen eine Lage findet, dann kann der schon unter den ersten dreien landen. Put on a Show kennst du jetzt noch gar nicht, oder? Nein, ich habe ihn einmal gefahren, das ist aber schon 2 Jahre her. Ich darf ihn fahren vom Herrn Lippert und ja, ich hoffe auf ein verdecktes Rennen, dann kann er, glaube ich, weit sein. Die Gegner sind aber wirklich erstklassig. Wer ist dein Sieger? Ich glaube Ashorn oder Stonewash Diamant.